So, und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal von Quentless. Von Quentless. So, guck mal, zum Waldbrand. Herrlich, ne? Das ist doch mal was Schönes. So muss es aussehen auf einer Map. Auf einer Map. Waldbrand. So, was ist hier passiert? Ein Waldbrand. So, ich benutze die Swipe-Tastatur. Auch das Texturenpaket werde ich dann in die Videobeschreibung setzen. Ich weiß nämlich gerade selber nicht, welches das ist. Wir versuchen jetzt mal, diesen Lavastrom ein wenig einzudämmen. Gut, wir haben es hingekriegt. Ey, guck mal, hier passiert gar nichts mehr. Hopp. So. Brennt's noch? Nö. Regnet nur ein bisschen. So, also dann schreiben wir mal alles wieder gut. Hoffe ich jetzt mal. Also ich hoffe jetzt mal, dass jetzt hier, aber es geblitzt gerade? Hat das gerade geblitzt da hinten? Ich will ja jetzt... Oh, schon wieder so ein... Hört das mal auf hier? Des Nachtens hier werde ich hier attackiert. Von einem Leck-Zombie, wie es ausschaut. Was macht denn der da? Stirb! Stirb! So. Jetzt ein bisschen... Es blitzt. Ey, es blitzt wirklich. Ist ja mal ein mega nices... Oh, guck dir das an, ey. Was für ein Texturenpaket das ist. Oder liegt das einfach gar nicht am Texturenpaket? Wer es weiß, schreibt es mir in die Kommentare. So. Jetzt ist das der dritte Anlauf, mal was aufzunehmen. Ich habe mein Tablet wieder nochmal neu gemacht. Ich hoffe, dass bisher sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich hatte so meine kleinen Schwierigkeiten. Und jetzt hoffe ich, dass es endlich funktioniert richtig. Allerdings habe ich gerade ein Problem, da speichert das Video auf die interne Speicherkarte. Aber das... So, wollen wir rausfinden, was ist denn hier los? Leckt das? Ich gucke mal auf jeden Fall erstmal. So, wir müssen mal hier... Außerhalb dieses Feuers. Guck mal, hier habe ich ja draufgesetzt, die Lava. Eigentlich möchte ich ja nicht, dass die hier angeflossen kommt. Ich würde die gerne ein bisschen höher setzen. Wie machen wir das jetzt? Die habe ich ja selbst hier draufgesetzt. Jetzt fließt die hin. Aber hier hinten soll die eigentlich keine Gefahr. Normalerweise soll auch hier hinten keiner mehr angeschossen werden können. So, machen wir das einfach mal so. Alles wird gut. Brennt nicht mehr. Keine Angst haben. Feuerwehrmann Quijibu Endless oder wie auch immer er heißt, ist doch am Start. Alles kein Ding. So. Dann hast du die Lava ein bisschen eingefangen. Drecks Creeper und alles. Alle machen hier was kaputt. Normalerweise sollte die ja hier... Oh, das sieht so geil aus. Alter, sieht das geil aus. Texturenpaket verlinke ich dir später. Wie gesagt, 3. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo überhaupt mein Ausgang war. Eiskalt, ne? Zack. Alter, hast du einen Blitzschlag gekriegt? Sag mal einfach mal, ich hätte einen Blitzschlag gekriegt. Dann können wir wenigstens sagen, das liegt am Texturenpaket. So, jetzt laufen wir mal in die Richtung 2. Ich hoffe mal, dass das... Oh! Oh! Oh, wo bist du denn? Jetzt habe ich natürlich keinen Samen. Gib mir Samen, gib mir Samen, gib mir, gib. Jetzt komm, gib mir Samen. Ich möchte ein Häschen haben. Ja, komm. So, wo ist es hin? Häschen. Aber vielleicht wäre das Häschen ja auch lieber eine Karotte. Dann haben wir ein Problem. Eine Karotte habe ich nicht. Komm, wo ist das Häschen? Jetzt ist das Häschen weg. Ach komm, ernsthaft. Ich hatte gerade ein Häschen, jetzt ist es weg. Naja, wir laufen mal einfach weiter in die Richtung. Hier, komm. Mietz. Wo ist es? Mietz. Das will kein Weizensamen haben. Guck mal hier. Nee, das haut ab. Okay, das will also kein... Dann will das Karotte haben wahrscheinlich. Habe ich ja gerade einen Namen gesehen? Nee, habe ich nicht. Hey, warte mal, das ist... Warte mal. Ich spiele gar nicht mit Texturenpaket, fällt mir gerade ein. Weil...
Dieser Sensor hier macht mich ja wahnsinnig. Das ist der Hammer. Jetzt kriege ich aber natürlich diesen Pfeil nicht weg. Ich muss warten, bis er von alleine weggeht. Ich spiele ja ohne Texturenpaket. Weil nämlich der Blocklauncher, der ist immer abgestürzt. Aber warum sieht das alles so cool aus jetzt? Was ist hier los? Hier stimmt doch was nicht. Da oben ist meine Plattform. Ach, gucke. Die 2 ist auf jeden Fall die richtige Richtung. Wir haben 3 Samen. So, tschüss, Lane. Dann bis heute Abend. Wir werden es dann vielleicht nicht sehen heute Abend, aber irgendjemand ist schon da. Mit Sicherheit. Ich schreibe auch mal BB. Ich hoffe, ich bin noch pünktlich. BB. So. Oh, den Pilz lassen wir mal stehen erstmal. Ne, warum eigentlich? Sehe ich gar nicht ein. Komm her. Wir müssen ja wieder Holz sammeln. Oh, ich muss da hoch. Holz in die ganze Kiste. Oh, Mann, Mann, Mann. Die Kiste oben ist wieder futtern mit Holz ohne Ende. Das weiß ich aber gerade nicht. Sollen wir Birkenholz auch mitnehmen? Erstmal nicht, wa? Erstmal lassen wir das mal. Wir bleiben mal bei dem dunklen Eichenholz hier. Machen wir die Birke nicht sinnlos kaputt. Auf jeden Fall ist eins klar. Wald gibt es hier schon mal genug. Vorerst jedenfalls. Bin gespannt. Der Server ist recht gut besucht. Ich hatte schon Schwierigkeiten drauf zu kommen vorher. Quietschi, wo baust du? Ach so. Nee, wie geht denn das jetzt? Kann mir mal erklären, wie das mit dem Mauszeiger? Ich habe nur gerade bewegt. Wie das funktioniert? Ich weiß es nicht. So, ich baue im Himmel. Swipe übrigens. Ja, kann ich nur noch mal sagen. Ich baue im Himmel. So. Okay, haben wir erstmal ein Stück Baum. Ich bin gespannt, ob auch ein paar Leute die Bogenschießarena nutzen möchten. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Ich würde mir am liebsten mal schnell eine Holzaxt bauen, aber das machen wir gleich. Ich nehme gleich mal eine Spitzhacke, baue ich mir. Ich gehe da hoch. Jetzt bin ich gespannt. Also das hier hat der Whitey Notplan ja gemacht, damit man hier hochkommt. Aber hier von der Seite schon mal nicht. Das heißt, der war von hier aus. Genau so. Dann hier, dann da. Dann konnte man... Hopp. Jawohl. So langsam wird das auch im Parcours hier bei mir. Also die vielen Leute, die hier online gekommen sind, hatten erstmal Angst. Ah, PvP, PvP, nein, will ich ja nicht. Angst. Und, aber brauchst keine Angst haben. Wo ist denn jetzt eigentlich... Hey. Wir packen mal das hier rein, bevor ich es hier auf sinnlose Weise verliere. Also ist das hier ein Fichtenholz? Samen? Die können wir später brauchen. Was wir jetzt auf jeden Fall mal brauchen könnten, wäre... Wir machen erstmal das da. So, dann machen wir mal ein paar Sticks. So. So, und dann werden wir mal hier... Ich muss mal gucken. Genau, hier kommt man ja die Treppe hoch. Mal schauen, dass wir hier nachher noch hochkommen wieder. Och, das sieht so cool aus mit dem Gewitter. Aber ich möchte ja mal wissen, warum das mit dem Blocklauncher nicht läuft gerade. So, wollen wir mal gucken. Also man kommt jetzt hier so den Baum hochgeklettert. Genau, man läuft hier rüber und da kann man hochklettern. Dann könnte man sogar hier noch diesen machen, weil man ja so hier da hochkommt sozusagen. Und man könnte jetzt sogar noch hier einfach dann zumachen und Leiter ranhängen und dann passt das schon. So, hier hat mir der Whitey Notplan ein Bett hingestellt. Das freut mich auch sehr. Sieht gut aus. So, jetzt müssen wir aber uns meine Werkzeugkiste hier hinsetzen. Definitiv. Das heißt, wir gehen mal hier rein. Dann gehen wir nach unten. Och, ich schicke aber in die falsche Richtung. Eine Werkbank. So, die könnte man ja hier schön neben den Ofen stellen. Hopp. Steht das Bett zwar davor, aber wen soll es interessieren? Und dann machen wir uns mal schnell aus Holz so die minimalistischsten Werkzeuge, die wir brauchen. Ein Schwert vielleicht auch aus Holz. Vielleicht, falls wir es brauchen. Ein Zaun später. Jetzt gehen wir uns erstmal ein bisschen was holen. So.
Disco. Der war jetzt nicht geplant. Geht das eigentlich? Ja, guck mal, so geht's auch. So. Jetzt werden wir uns mal dieses Mal. Ihr wird also jetzt ein schönes Häuschen wird das jetzt werden. Ich bin noch nicht so ganz sicher, wie ich es schön hinkriege. Ihr wisst ja, was meine Kreativität angeht. Die ist quasi auf gleichem Niveau wie meine Kommentare. So. Sticks behalten wir. Jetzt gehen wir mal runter und holen uns. Wir können die Bäume hier nicht abbauen. Ich würde gerne nachher diese Holzbatzenclub mir aus Blätter bauen. Aus Blättern. So, hier, das wollten wir ja so lassen. Ach, hier ist ja noch eine Werkbank. Ich bin ja so schlau. Ich habe die ja hier stehen gelassen. Hier haben wir einen Dirt. Da könnten wir jetzt den Dirt ersetzen durch Holz. Dann wollen wir doch mal gucken, dass wir hier ein bisschen an Holz kommen. Machen wir das. Und dann holen wir uns ein bisschen Stein, dass wir noch ein bisschen was hier oben mal, dass wir auf jeden Fall was haben erstmal. Und dann müssen wir auch anfangen, direkt Ackerbau zu betreiben. Dafür werden wir einen Dreck mit hochnehmen. Vielleicht werde ich mit einfach da oben ein bisschen Skyblock-technisch was aus Dreck hinbauen. Das wäre ja eine Variante eigentlich, oder? Wäre die cool, die Variante? Das machen wir. Dann nehmen wir uns ein bisschen Dirt mit nach da oben. Aber was heißt ein bisschen? Wir brauchen schon... Wir müssten ja eine Holzebene bauen. Und da muss dann der Dreck oben drauf, damit das Wasser was nicht nach unten wegfließt. Also müssen wir viel Holz haben. Und dann auch relativ viel Dreck und natürlich später auch Eisen. Nehmen wir auch die Birke jetzt mal mit. Dann gucken wir mal, was wir oben haben. Jetzt habe ich schon wieder diesen Pfeil angemacht. Ich weiß nicht, wie das... Kommt da immer ran an diesen blöden Knopf und ich kann da gar nicht mal wegbewegen. Irgendwas passt hier nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Aber ich finde ja ganz ehrlich, ganz, muss ich ja mal wirklich sagen, ob es, also ich weiß gar nicht, ob hier nötig ist, ein Texturenpaket zu installieren. Wenn ich das so sehe, wie cool das hier aussieht mit dem Gewitter, mit den Blitzen da oben, das gefällt mir eigentlich richtig cool. Hunger. Sehr geil. Und haben wir was zu essen dabei? Sieht nicht danach aus. So, das heißt, wir laufen mal schnell dahin, dass wir zumindest wiederfinden, wo wir gestorben sind. So, wie kommen wir jetzt da hoch? Hier. Machen wir erstmal hier. Hopp. Kommen wir da jetzt hoch? Geht. Ja, geht. So, dort hier raus. Nein! Machen wir es halt kaputt. So. Aber warum geht's hier nicht? Ach so, da. Die Leiter. Die Leiter ist im Weg. Der greift nicht auf die Leiter drauf? Ich verstehe. So, schaffen wir es mal das hoch. Ich hab. Ja, da ich nichts zu essen habe, nützt nichts. Wir müssen da oben an die Farm rankommen. Das heißt quasi, ich brauche noch schnell eine Schaufel. Also erstmal alles rein da. Nee, halt die Sticks nicht. Ich habe 3 Dirtblöcke, die nehmen wir mit. Die Sticks nehmen wir mal raus. Und das reicht sogar für eine Schaufel, glaube ich, ne? Gib mir eine Schaufel. Gib sie mir, gib sie mir, gib sie mir, gib sie mir. Eine Hake brauchen wir nachher. So. Ich habe nichts zu essen. Das heißt... Schön langsam runtergehen. Aber ich verliere auch gerade keine Lebensenergie, obwohl ich nichts zu essen habe. Schau mal, dann würde ich einfach mal versuchen, die da abzunehmen. Vielleicht. So, klappt das ja so. Das heißt, Schaufel. Wir müssen jetzt dort mit hochnehmen. Kann man nämlich ja oben die ersten Samen ansetzen. Zumindest, dann habe ich zwar erstmal kein Wasser, aber das wächst ja auch ohne Wasser relativ langsam, aber es müsste wachsen. Dann kann man zumindest erstmal das bisschen vermehren, die Samen, die ich habe.
So, und ich werde nachher mal rausfinden, wer die Leute hier sind, die sich hier sinnlos rumstreiten auf dem Server. Ich möchte nur mit Leuten zusammenspielen, die sich nicht rumstreiten. Und schon gar nicht Kindergarten. Und wer hier wegen irgendeines sinnlosen Streits den anderen umhaut. Ich sehe das übrigens, ne? Ich brauche mich nur auf meinem Gerät, auf dem der Server läuft. Also, ich glaube, ihr merkt das immer, wisst das immer alle nicht, ne? Aber ich brauche halt einfach nur gucken, was im Chat passiert ist. Wir denken immer alle, ich kriege das nicht mit, nur weil ich nicht online bin. Aber ich brauche einfach nur die Chatblase aufmachen. Und dann sehe ich, wer wen umgebracht hat und wer wen nicht umgebracht hat. Nur, dass ihr das mal wisst, ne? Für Leute, die es nicht verstehen hier. Gut, da haben wir schon mal ein bisschen Erde. Schwierigkeitsgrad scheint auf ganz leicht gestellt zu haben. Ansonsten würde man ja jetzt eigentlich durch den Hunger sterben. Müsste man auch eigentlich. Aber irgendwie, na gut, es ist nicht so dramatisch. Man muss ja nicht immer gleich wegen allem sterben. So, haben wir wieder ein bisschen was gebaut in der Folge heute. Ohne Texturenpaket, aber wie gesagt, was in dem Blocklager los ist, weiß ich nicht. Ja, so geht's. Guck mal. Hopp. Nur abstürzen darf ich jetzt natürlich nicht. Wenn man über Umwege hier hochkommt, dann klappt das schon. Tapdidu, zappalap, tapalap. So. Das heißt, auch das erstmal rein. Dann haben wir nämlich erstmal ein paar Sachen. Ach, wir haben auch einen Apfel. Guck mal, den packe ich auch mal mit hier rein. Jetzt machen wir erstmal alles da rein, damit wir, wenn der Surfer ausgeht, keine Probleme haben. Jetzt erstmal danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Bis dahin, bleib schön gesund. Hau rein, mach's gut und tschüss.